Na super, was lebt hier lang genug, dass die Ratten noch so lang dran fressen können? Interessiert mich aber auch gar nicht. So. Und. Ja, Ratten sind jetzt nicht mehr so das Problem. Auch wenn das Riesenratten sind, so ein bisschen was von Hilfen haben. Zumindest was dieses Ranspringen angeht. So, und. Sehr schön. Das Anvisieren ist halt ein bisschen blöder als... Oh, Stufenaufstieg, sehr gut. Aber erstmal hier alles nehmen. Dann ist die Frage, wo fangen wir an? Magie? Oder schwere Kampfkunst? Ich wäre fast für schwere Kampfkunst. Magie wäre dann halt Vorteil, dass wir die Chakrame ein bisschen reinhauen. Aber ich würde gerne mit dem Hammer etwas mehr Schaden machen. Aber erstmal hier reinschauen, allgemein. So, die erhöht die Chance. Mit 4 Reagenzien, das will ich auf alle Fälle noch holen dann. Schmiedekunst eher uninteressant. Bannen. Du kannst bei dem Versuch, einen Schutzzauber zu bannen, einmal scheitern, bevor er explodiert. Verringert die Schwierigkeit beim Bannen. Überzeugen. Bestechungsgelder für Verbrechen sind... Ja, gut, das hatte ich ja schon mal gehabt. Das will ich eh nicht. Das ist hier immer wieder so die Frage. Was nehme ich denn? Ja, ich meine, das wäre schon nicht verkehrt. Ach, guck mal, wir können schon eine Stufe weitergehen. Geheimtüren werden auf deiner Umgebungskarte angezeigt und werden sichtbar, sobald du dich ihnen näherst. Ja, nehmen wir das natürlich. Das ist immer ganz klar. Wobei Schlösser knacken natürlich auch nicht verkehrt wäre. Aber das haben wir auf alle Fälle mal. Und das ist, Fallen werden auf deine Umgebungskarte angezeigt. Ja, das ist natürlich auch super. So, Zauberkraft. Ah, wir haben das letzte Mal die 3 Punkte in Zauberkraft investiert. Also bleiben wir so oder so bei dem hier. Wir brauchen für Erdbeben 20. Ja, dann machen wir die nächsten 3 Punkte auch auf alle Fälle hier rein. So, Stufe 3. Dann machen wir da mal auf Stufe 5. Dann machen wir den einen Punkt noch da rein. Wobei, wäre auch nett gewesen. Lassen wir das einfach mal so. Da haben wir nichts Neues Rang 3 dazu bekommen. Also lassen wir das. Und können hier weiter. Sehr schön. So, dann kriegen wir zumindest auch schon mal die ganzen Geheimtüren angezeigt. Da habe ich nämlich auch noch irgendwie keine einzige gefunden. Die Welt ist halt echt mit allem zugekleistert, was es halt nur so gibt. Das macht es dann halt auch wirklich sehr interessant, das Ganze nochmal und nochmal durchzuspielen. So, jetzt ist natürlich die große Frage. Sind wir von dort hinten hergekommen oder müssen wir dorthin? Wo geht das hin? Das ist Yolvan. Wir wollen aber erstmal die verbleibenden Wissenssteine. Und ich meine, das ist noch... Ach Gott, ich freue mich schon auf meine... Nein, ich verrate jetzt mal nichts. Ich sage nur so viel, ich freue mich dann schon auf meine Lieblingshöhle. Die ist dann so richtig schön kompliziert, ne? Dagegen ist das da hier rein gar nichts. Und die sind immer schön verwinkelt, solche Sachen hier, also... Auch was ich ganz toll finde. Wobei wir bei meinem Orientierungssinn, wie beim Stück Stein, ist es natürlich schon sehr schwer. Da war doch gerade nochmal was weiß. Oder ist da einfach nur die Spinnwebe aufgetaucht? Ich weiß es jetzt nicht. Naja, auf alle Fälle haben wir da einen weiteren Wissensstein. Sehr schön. Na, komm schon. Wenn ich den Hammer mache, braucht er 50 Jahre beim Ausholen und Schlagen. Komm, egal. So. Passt doch. Na dann, sprich mal. Das Blätterdach erstreckte sich weit hin und hielt das Licht des Sommers ab. Doch wir drängten weiter vorwärts nach Katrus in die Höhle der Witwe. Wir waren bei unserer Ankunft geschwächt, doch sie war noch schwächer, da ihre Kinder vor unserem Marsch gestorben waren. Nach Eschara verbanden wir sie und dann spürten wir den Ruf des Winters. Einige fielen in den Schlaf, ich hielt Wache.
Oh je, oh je, oh je. Klingt nicht gut. Einer, der nur Wache hält und die anderen schlafen alle ein. Ob da noch alle aufwachen, ist die nächste Frage. So. Vor allem das Verbannen hat ja wohl nicht so viel gebracht. Naja, irgendein großen Wahnsinniger wird sie halt überhaupt wieder rausgeholt haben, hä? Ach, ja. Die Ratte will doch nur spielen. Kommt her, komm. Ach, Mann. Das ist so Mana-Verschwendung gerade gewesen. Ach, jetzt aber. Bei denen da unten hat es doch eben auch noch geklappt, dass sie hier gewonnen-hittet werden mit dem Feuersiegel. Nun ja. Truhe aufschließen. Ach Gott, mach mal so. Wir haben sehr viele von denen. Ah, das hat sich ja rentiert. Echt mal. Also der Loot in einigen Truhen ist echt awesome. Oh, bronzener Talisman. Da müssen wir mal gucken. Ich glaube, Talisman haben wir noch gar keinen angelegt. So. Wobei, eigentlich will ich ja nur Epics haben. Auch hier wird ein Baum gewachsen. War wahrscheinlich früher mal so ein kleiner Bonsai. Und jetzt so riesengroß geworden. Und von oben kommen irgendwelche stacheligen Wurzeln herunter. Irgendein Dornengewächs. Auch nicht ganz sehr angenehm. Und hier diese Kerzen, die brennen natürlich auch seit Hunderten von Jahren einfach mal so vor sich hin. Ja, warum denn nicht? Oh, Gott, immer hat mich das gerade erschreckt. Oh. Jesus. Oh. Jesus. Die Dinger habe ich ja total vergessen. Meine Güte. Puh. Das war nicht sehr nett. Oh, Mann. So. Jetzt aber hier mal ganz kurz aufräumen. Der Kammerjäger ist da. Ach, diese aggressiven. Komm. Ma. Komm. Hier, da, fürs Feuer. Und jetzt Schakrame. Schmecken gut, besonders zur Nachtszeit. So. Wow, die Ratte war reich, hatte sogar 42 Gold dabei. Ein Winterwind bläst kälter als je zuvor. Der Sommer bringt unsere Brüder, unsere Clans nicht zurück. Was geschieht mit der Wache, die ich halte? Tja, gute Frage. Das ist auch sehr schön. Das Wasser scheint auch relativ warm zu sein. Weil so groß kann das jetzt nicht sein. Oder so stark ist der Wasserfall hier auch nicht, dass hier so eine Gicht entsteht. Auf gar keinen Fall. Wie viele Wissenssteine fehlen uns denn noch? Eigentlich nur noch ein einziger. Sehr schön. Na, dann wollen wir mal sehen, wie diese Geschichte ausgeht. Hier auch die Decke zusammengefallen. Also das ist schade, dass man da nicht so weit nach oben gucken kann. Wobei jetzt schon, wo kommen die Steine denn her? Die Wand ist da vielleicht ein bisschen eingedrückt, aber der Rest, hätte ich jetzt gesagt, kommt eher von der Decke, aber die sieht heile aus. Hier würde ich es ja noch, oder verstehe ich es ja noch? Hm? Naja. Oh, arme Sau. Ich meine, das ist schon fies, ne? Da wirst du dann sozusagen von so einem Spinnenkokon erhängt. Ich wäre nicht weniger, nur der Kopf eingesponnen. Was für eine sadistische Spinne, könnte fast ich gewesen sein. Okay. Ach, da. Sehr schön. Na dann erzähl mal deine Geschichte zu Ende. Die Witwe wandelt. Ich spüre das Herz des Netzwalds mit ihrem Zorn pulsieren. Ihre Spinnen sind an den Toren. Wir glaubten, dieser Tag würde nie kommen. Die Witwe wandelt. Die Witwe wandelt. Trippelt da jemand über mein Netz? Und ich dachte, der Spaß wäre vorbei. Hm, du hast aber eine nette Stimme, liebe Spinne. Das wird mir echt nicht leicht fallen, dich zu töten. So. Und dass sie uns jetzt erst natürlich bemerkt, ist auch sehr lustig. Naja. Da können noch gefahrlos rein.
muss aufpassen, nicht, dass ich wieder so eine Riesenpflanze da entdecke. Okay. Wo sind wir hier jetzt gerade? Ach, ist das die Witwe vielleicht sogar schon? Interessant. Sieht mir jetzt nicht so spinnenhaftig aus. Aber okay. Hat ja auch keiner gesagt, dass das, dass sie aussieht wie eine Spinne. Aber, Lady, ich komme gleich zu dir. Ich loot hier erstmal alles. Naja, eigentlich, ich plündere hier erstmal alles. Du hast hier nichts dagegen, oder? Hm? Sag ruhig, wenn du was dagegen hast. So, was hatte er dabei? Hauptsache rein gar nichts. Vor allem, wo hat er das jetzt noch stecken gehabt? Naja. Naja. Es rührt sich jemand in Yolvan? Ah, doch gewiss nur ein jämmerlicher Sterblicher aus dieser dem Untergang geweihten Stadt. Meine Katrusbrot würde sich gewiss gerne an jemandem wie euch laben. Die letzten von Yolvan sind tot. Euer kleines Städtchen folgt als nächstes. Sagt ihnen, die Witwe ist zurück und fordert ein, was einst ihr gehörte. Hallöchen! Mein Gott, jetzt könnte ich den Abrechnungsmodus doch gebrauchen. Ach ja. Aber es geht ja auch so. Vor allem, ich finde das toll, dass der Feuerschaden hier zu sehen. Oh. Jetzt erstmal hier das da erledigen. So. Ehe ich lange Seifenopern quatsche. Komm. Mein Freundchen. Nein, ich finde das toll, dass Feuerschaden und Frostschaden zu gleicher Zeit auf ein Ziel sein können. Kenne ich eigentlich auch aus keinem anderen Spiel, dass das eigentlich irgendwie geht. So, Zorn der Witwe. Irgendwas, das ihr gehört, muss sich also in der Stadt befinden. Ist jetzt natürlich die Frage, was es ist. Und dann ist es natürlich kein Wunder, dass wenn die hier wieder zurückkommt und alles angreift. Je nachdem, was es ist, wenn es irgendwas so ein Belangloses ist. Aber, naja, hat ja keiner gesagt, na toll. Wäre ja auch zu einfach, wenn wir jetzt einfach so rauskommen würden, ne? Komm. Na, die halten hier aber auch wieder etwas mehr aus. Sehr schön. Ich weiß nämlich nicht, ob die Gegner hier so ein bisschen mit aufleveln, wenn wir selber aufleveln. Aber dann gibt es halt wieder andere Gegner, die fallen, um wie die fliegen. Wo man dann sagt, Mensch, da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr Gegenwehr erwartet. So, wo? Oh, große Spinne. Große Spinne. Halt, nein, das wollte ich so nicht. Erstmal Trank der Regeneration. Und wenn wir schon mal dabei sind, sowas. Und Kriegerstärke ist auch nicht verkehrt. So. Dann kriegen wir doch hoffentlich alle mal da rein. Dass, wenn wir das schon mal aufgerüstet haben. Nee, den Abrechnungsmodus ziehen wir uns auf. So, jetzt wäre er ja eh erst voll. Oh, diese kleine Spinne da hinten. So, sehr schön. Ups, irgendwas habe ich gedrückt, aber es war R. Okay, es war nur ein Meditrank. Ich sollte alles nehmen. Nee, es war kein Gesundheitstrank. Mana? Wo ist Mana? E ist es nicht. R ist das da. D ist seitlich. Okay, irgendwas habe ich gedrückt. Diese Pflanze mache ich in Bogen. So, wenn jetzt hier wieder viele kommen. Ja. Wenn ich dazu komme. Das ist die nächste Frage. Kann ja unterbrochen werden. Aber sieht doch gut aus. So, der Hammer wäre hierfür natürlich wesentlich effektiver gewesen. Gebe ich zu. Sieht doch ganz gut aus. Ach, guck mal, die da hinten ist auch schon platt. Die haben wir getötet? Okay, das wundert mich gerade sehr. Ja, schade. So mit diesen Kleven, das ist auch sehr schön, da einfach mal reinrammen und dann alles rausreißen. Gut, man muss sich das wahrscheinlich bildlich mehr vorstellen, oder ich stelle mir da bildlich wahrscheinlich mehr vor, wie es halt in Wirklichkeit ist. So aller
Dead Space 2. Was man da einfach sagen, ist so kalt, ich schon die Knietmaße rausreißen und so. Aber übertriebene Brutalität braucht man, glaube ich, nicht immer. Macht ja auch keinen Sinn. Ist zwar immer schön anzusehen, aber... Oh, so langsam, aber sicher wird es schon heftig, hä? Also, ich frage mich gerade immer mehr, ob das mit dem Hammer vielleicht nicht doch irgendwo nett ist, aber ein Schwert nicht noch effektiver wäre. Ich hätte mal zwei mittlere Waffen, aber der Hammer macht mir einfach so viel Schaden. Wenn wir den das nächste Mal noch zwei Stufen gönnen, sollten wir auch so viel Schaden machen, dass diese Viecher uns nicht mehr so viel anhaben können, beziehungsweise alle, die auf demselben Niveau unterwegs sind. Und ich sollte dann auf alle Fälle schauen, dass wir auch genügend Heiltränke haben. Gut, ich habe das letzte Mal auch ein paar Heiltränke gemacht. Also das habe ich auch gar nicht gezeigt. Man kann sich natürlich auch Alchemie-Rezepte bei den einzelnen Alchemisten immer kaufen. Das ist überhaupt gar kein Problem. So, das war das Viech. Und er dürfte auch kein Problem machen, so im eigentlichen Sinne. So. Na, das war ja klar, dass der irgendwas gedroppt hat. Wenn es sich zumindest gelohnt hätte, das zurücklaufen. Wenn es sich echt gelohnt hätte, das zurücklaufen. Wo ging das jetzt raus nach hier? Ach, man siehe an. Da sollen wir hin. Und... Oh, jetzt hört doch auf, ihr blöden Viecher da. Also anzünden, anzünden und auslöschen. Dieses Mal wohl weniger gefressen, weil so oft habe ich das Viech ja mit den Chakraum jetzt auch nicht gestreichelt. Auch wieder nur Schrott. Gut, freut sich der Geldbeutel. Wir haben ja viel ausgegeben beim Gebäudebau. Und da sind wir auch schon wieder draußen. Wir sollen eh zurück nach Kanorok. Das finde ich ja so blöd, dass man von der Gebietskarte aus da nicht... Gott, im Himmel, erschreckt mich halt! Das Dorf verteidigen. Na, Klärchen, Bärchen. So, meine kleine Riesenspinne. Das hätte ich aber auch erhofft, dass das ein bisschen mehr Schaden macht. Ja, ich bin doch schon dabei. Kämpf du doch nicht mit deinen blöden Fäusten gegen das Vieh. Ich hol dir halt Waffen. So. Barton, du könntest auch mal was tun. Nicht nur ich. Das ist doch blöde. Dann habt ihr euch auf dem Weg nach Schloss Jolvan verlaufen? Und... Kennt ihr nun ihr Geheimnis? Könnt ihr die Spinnen aufhalten? Die Witwe. Sie führt sie an. Ich wollte nicht glauben, dass die Geschichten wahr sind. Aber ich habe ihre Handschrift von Anfang an erkannt. In ein paar Stunden wird Kanorok ausgelöscht sein. Aber Katrus liegt tief im Netzwald. Es würde mich nicht wundern, wenn sie in der Höhle haust. Ich hatte auf eine Armee gehofft, die Kanorok zu Hilfe kommt. Aber ich muss mich mit euch begnügen. Ob es Schicksal oder Glück ist, weiß ich nicht. Wir werden uns im Gasthaus verbarrikadieren. Ich muss den Überlebenden helfen. Ja, ich soll jetzt da alleine hingehen, oder was? Brutale Chakrams. Wenn die jetzt zumindest brutal episch wären, hätte ich gesagt, Usa. Aber so kann ich dazu nur sagen, so langweilig. Lass mich da rein, ich muss ein paar Sachen verkaufen. Nicht, dass mir wieder die Taschen volllaufen. Mittlerweile habe ich es ja gelernt. Darf ich bei dir verkaufen? Billy? Es war auch so schon schwer genug. Lass es uns also kurz machen, wenn... Ja. Boah, kostet das viel, oder? Naja. Was? 4000? Alter. Wenn ihr nichts dagegen habt. Oder noch besser, überlasst mich ein... Bleibt wachsam. Eieieieiei. Dafür hatten wir halt auch definitiv zu wenige Reparatur. Wie kann ich euch helfen? Teile. Und zwar will ich bei dir einkaufen. Mein Assistent ist zurückgekehrt.